Hi, cool, dass du heute da bist. Wir werden uns heute mit einem interessanten Thema beschäftigen, nämlich mit gesegneten und verfluchten Orten. Du hast es bestimmt schon erlebt, dass wo du den Herrn einfach angebetet hast, wo vielleicht hast du einen besonderen Gebetsraum oder dein Auto ist eine Gebets- und Lobpreiskapsel oder in der Gemeinde, wo du bist oder an den Orten, wo du vielleicht auch mal auf einer Konferenz oder so warst oder mit Freunden gebetet hast. Dass die Gegenwart Gottes einfach diesen Ort erfüllt hat und die Atmosphäre komplett bestimmt hat und der Frieden Gottes da war oder die Freude Gottes oder die Kraft Gottes, das Feuer Gottes einfach diesen Ort gedrängt hat, sodass einfach das so spürbar und so massiv die ganze Luft quasi erfüllt hat, ja. Das haben wir alle schon erlebt, wenn wir schon länger mit dem Herrn gehen. Und das ist das, wonach wir uns sehnen und wofür wir auch geschaffen sind, nämlich für die Gegenwart Gottes, für die Gemeinschaft Gottes. Amen. Und im Himmel werden wir das 24/7 haben. Und auf der anderen Seite hast du es auch schon sicherlich erlebt, wie jeder von uns auch, dass wir an Orte kommen, wo wir denken, was ist hier los? Hier ist so eine geistliche Kälte oder hier ist die Atmosphäre so mit Wut und Zorn geladen oder mit Einschüchterung oder eine Atmosphäre von Angst, die den Raum erfüllt. Oder es gibt auch Orte, wo tatsächlich komische Dinge passieren, was wir gleich nochmal ansprechen werden. Und das ist alles kein Zufall, warum welche Atmosphären an welchen Orten sind. Wir sehen in der Bibel ein Beispiel, dass Abraham Gott einen seiner ersten Altäre in Bethel gebaut hat. An diesem Ort hat er dem Herrn geopfert, er hat zum Herrn gebetet, er hat Jahwe angerufen. Und wir sehen das später, als er aus Ägypten wieder rauskommt, dass er diesen Ort wieder heimsucht, um dort dem Herrn zu begegnen. Dort war was besonders an diesem Ort. Und einige Kapitel später sehen wir, dass Jakob, als er vor seinem Bruder Esau fliehen musste, weil es um sein Leben ging, kommt er an diesem Ort in Bethel, legt sich hin, schläft und er träumt nachts von einem geöffneten Himmel, von einer Pforte des Himmels, wo Engel Gottes auf und nieder gestiegen sind. Und er wacht auf und er sagt, wahrlich, an dieser Stätte ist der Herr. Und du wirst sehen, wenn du das Kapitel liest, ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben, du findest es ja im 1. Mose, da wird mehrmals der Ort betont, das Wort Ort. Ich wusste gar nicht, dass dieser Ort oder diese Stätte, sagen manche Bibeln, es wird immer über die Städte gesprochen. Das heißt, an dieser Stätte, an diesem Ort war dadurch, dass Jahwe dort angebetet worden war, dass Jahwe dort geopfert wurde, da war ein geöffneter Himmel. Es war ein Ort, wo man Gott begegnen konnte, wenn man mit offenem Herzen so dorthin gekommen ist. Wir sehen das Gleiche auch, als Salomo den Tempel einweiht, dass die Gegenwart Gottes diesen Ort so mächtig erfüllt hat, dass die Priester nicht mehr hinzutreten konnten, weil die Herrlichkeit Gottes wie eine Wolke gekommen ist. Und das war, als sie wie ein Mann ihre Stimmen erhoben haben, ihre Trompeten haben erschallen lassen, ihre Instrumente laut werden lassen haben für den Herrn. Amen. Im Himmel ist es laut. Und dort haben sie laut Lobpreis gemacht, wie im Himmel. So soll es auf Erden sein. Und die Menschen haben dort eine Begegnung mit Gott gehabt. Es war ein besonderer Ort, wo Menschen dann hingekommen sind, um dem Herrn Gott, dem Gott Israels, Jahwe zu begegnen, Amen, und ihre Opfer zu bringen, ihm einfach zu dienen, so wie wir auch später lesen von Hanna, einer Witwe, die zur Zeit der Geburt Jesu im Tempel war, Tag und Nacht und dem Herrn diente mit Gebet und Fasten. Und diese Orte, an denen Gott einfach sich niederlässt, das ist nicht der Zufall, sondern es sind Orte, wo er angerufen wurde, Orte, wo ihm Opfer gebracht wurden. Und im Neuen Testament sind das hauptsächlich Lobopfer oder finanzielle Opfer oder Opfer, wo wir unsere Zeit und unsere Kraft investieren, um ihm zu dienen, um Menschen zu dienen, um sein Reich voranzutreiben. Und das sind die Orte, wo der Herr sagt, jawohl, da muss ich hin, da bleibe ich dort.
Und das spürst du. Auch Leute, die in unser Haus zum Beispiel kommen, die sagen, haben so oft gesagt, hier ist die Gegenwart Gottes. Man spürt hier so einen Frieden. Oder hier schlafe ich so gut, wenn ich bei euch übernachte. Weil dort der Herr wohnt und es wird hier kein Fernseh geguckt mit Gewaltszenen oder unreine Dinge oder sowas, was die Atmosphäre wieder brechen würde. Also Atmosphären werden ausgelöst durch das, was geistlich dort passiert. Atmosphären werden freigesetzt auch durch die Worte, die an bestimmten Orten gesprochen werden. Atmosphären werden freigesetzt, je nachdem, wem dort gedient wird. Und das Gegenteil ist natürlich auch der Fall. Und das sehen wir natürlich, dass der Feind, er ist ein Pervertiere, er kann nichts Neues erschaffen, er kann nichts Neues erfinden. Er nimmt die Dinge Gottes und pervertiert sie, um das Gegenteil für sein Reich zu nutzen. Und genauso kennt man das einfach, das an Orten, wo zum Beispiel in Frankfurt, wir wohnen ja hier in der Nähe von Frankfurt und in dem Rotlichtviertel, wo so viel Drogenkonsum ist, wo so viel Unreinheit ist, wo die Bordelle sind, ein Rotlichtviertel, da ist so eine krasse negative Atmosphäre auch in diesen Straßen und dann lohnt es sich auf jeden Fall dorthin zu gehen, das Evangelium zu predigen. Aber das passiert auf jeden Fall, diese Atmosphären sind dort, weil dort einfach unreine Dinge passieren, weil dort Sünde herrscht und regiert und nicht Jesus. Und das ist alles kein Zufall. Und oft haben Menschen, erleben Menschen das, dass wenn sie in neue Wohnungen hinein einziehen, dass dort die Atmosphäre eben nicht so ist. Es gibt ja einfach Geschichten. Zum Beispiel, wir hatten ein Ehepaar in unserer Gemeinde und die sind in eine neue Wohnung eingezogen und wo sie vorher wirklich in ihrer Wohnung Frieden hatten und es war alles soweit in Ordnung. Innerhalb kürzester Zeit, wo sie in diese neue Wohnung eingezogen sind, sind alle möglichen komischen Dinge passiert. Sie hatten einen jungen Hund und dieser junge Hund, der war vorher kerngesund. Es war nichts bekannt, dass er irgendwie krank ist. Er hat unter nichts gelitten. Plötzlich ist dieser junge Hund krank geworden. Er hat Krebs bekommen und ist innerhalb von 4 bis 6 Wochen danach erkrankt und verstorben. Das Rollo ist kaputt gegangen, der Kühlschrank ist kaputt gegangen, die Waschmaschine ist kaputt gegangen. Das Ehepaar war über eine Zeit von 2 bis 3 Wochen innerhalb dieser Zeit nach dem Einzug 2 bis 3 Wochen immer wieder krank. Dann war das Auto, war plötzlich Verdacht auf Totalschaden. Es gab an einem der Arbeitsplätze der beiden Probleme, wo vorher jahrelange Gunst da war. Und wir haben dann gesagt, ja, hey, ich komme, irgendwas stimmt da nicht. Bei euch, seitdem ihr hier eingezogen seid, sind irgendwie so viel merkwürdige Dinge passiert, dass man einfach hellhörig wird. Ich meine, wenn nur eins von diesen Dingen passiert wäre, dann denkt man sich ja mal noch gar nichts. Aber diese Latte an Ereignissen innerhalb kürzester Zeit nach dem Umzug, das hat uns einfach stutzig werden lassen. Dann bin ich losgefahren, um mit ihnen einfach durch die Wohnung zu gehen und einfach die Wohnung geistlich quasi so zu reinigen und dem Herrn zu weihen und ja, einfach sie da zu unterstützen. Dann fahre ich hin und bin kurz davor, bei ihnen anzukommen. Da gibt es eine Bahnschranke, über die man drüber fahren muss. Die Bahnschranke war unten, es stand noch Autos vor mir da und sie geht nicht hoch und sie geht nicht hoch und sie geht nicht hoch. Und dann kommt irgendein Autofahrer, der sich inzwischen schlau gemacht hat oder einer von der Bahn, ich weiß nicht mehr, kommt und sagt, hier, die Schranke wird nicht geöffnet werden erstmal. Es ist ein Unfall auf den Gleisen passiert. Und ja, ich dachte mir, das kann jetzt nicht sein. Habe mein Auto abgestellt, bin zu Fuß gegangen. In der Zwischenzeit war die Ehefrau gestolpert auf der Treppe und hat sich den Knöchel verknackst, dass der Fuß nachher ganz blau war. Also wir wussten einfach, hier hat irgendjemand was dagegen, dass wir diese Wohnung reinigen. Was wir dann gemacht haben, und das ist das, was du auch tun kannst, ist das, wir sind durch die Wohnung betend gegangen, von einem Raum zum anderen. Und wir haben diese Räume mit Öl gesalbt an den Fenstern, an den Türen und haben einfach den Herrn gefragt, was hier in diesen Räumen ist,
was hier nicht gut ist, was hier diese negativen Ereignisse bewirkt. Und dann hatte einer von uns den Eindruck von so afrikanischen Masken. Und du musst einfach wissen, dass diese afrikanischen Souvenirs oft irgendwie mit ihrem Kult an die ganzen Götzen und mit Zauberei zu tun haben. Und dass man solche Dinge lieber nicht sich in sein Haus holt. Einer von uns hatte den Eindruck von diesen afrikanischen Masken. Und dann haben wir einfach gebetet und diese Geister der Hexerei und der Zauberei gebunden und gebrochen. Und der Ehemann hat sich daran erinnert, dass die Vermieterin in ihrer anderen Wohnung, wo sie dann gewohnt hat, so afrikanische Skulpturen hatte. Das heißt, als sie da vorher drin gewohnt hat, hatte sie diese Dinge an diesem Ort, was einfach das angezogen hat, dass diese Geister, die dahinter stecken, dass die an diesem Ort gewohnt haben. Dann kam raus, dass in dieser Wohnung jemand auch gestorben war, an Krebs gestorben war vermutlich. Und so haben wir einfach die Wohnung gereinigt im Gebet und haben gesagt, hier regiert das Reich Gottes, hier herrscht die Autorität Gottes und alles, was dem entgegensteht, was hier früher Anrechte hatte, weil die Vormieter hier diese Dinge mit ins Haus gebracht haben, die müssen jetzt raus aus diesem Haus. Wir haben Autorität genommen und haben das quasi das Reich Gottes dort im Gebet freigesetzt, weil wir wissen, die geistliche Welt reagiert auf das, was wir aussprechen, auf das, was wir glauben, auf das, was wir festlegen. Amen. Und dann, als wir das alles gemacht haben, also erzähle es jetzt nicht noch ausführlicher, aber dann wirklich ist mehr Ruhe in diese Wohnung eingekehrt. Und das ist einfach so, an Orten, wo wir einziehen, wo vorher Dinge gelaufen sind, wo dem Feind Macht gegeben wurde. Zum Beispiel, wenn an einem Ort ein Suizid passiert ist. Und du weißt es vielleicht gar nicht, wenn du in die Wohnung einziehst. Oder wenn an einem Ort Satansanbetung stattgefunden hat. Oder irgendwelche Götzen angebetet wurden. Oder irgendwelche okkulten Rituale gemacht wurden. Diese Dinge ziehen ja die Mächte der Finsternis an und Dämonen, die machen diesen Ort dann oftmals dann zu ihrem auch Zuhause, dass sie quasi an dem Ort einfach sich niederlassen, weil sie da Anrechte einfach dadurch haben. Genauso wie der Herr Anrechte hat, wenn wir ihn dort anbeten, wenn wir ihm dort dienen, dann kommt der Herr. Genauso macht es der Feind, dass er die Anrechte benutzt, um an einem Ort zu wohnen. Und das gibt es auch tatsächlich, dass an manchen Orten auch komische Dinge passieren. Und das habe ich jetzt neulich erst wieder von einer Bekannten gehört, dass sie in einem Haus wohnt, wo sie nicht das volle Recht hat, Autorität auszuüben, sodass sie alles entfernt aus der Wohnung, weil es dort einfach Menschen gibt, die es noch nicht kennen. Aber dass dort komische Dinge passiert, dass plötzlich ein Marmortisch umgefallen ist aus dem Nichts, wo man wirklich Mühe hat, diesen schweren Tisch zu tragen, dass er plötzlich Splitter rumlagen, wo keiner vorher den angerührt hat. Ja, es gibt eine Arbeitskollegin, die sich später bekehrt hat, mir erzählt, sie ist in eine Wohnung eingezogen, plötzlich ist die Stereoanlage lauter geworden. Oder dass Menschen Schritte hören, wo keiner anderer da ist. Oder Schatten an der Wand sehen, wo keiner steht. Oder dass plötzlich durch den Fernseher eine Stimme zu einem spricht. Und so weiter. Dass Leute schlecht schlafen. Vielleicht hast du es auch erlebt. Du fährst in den Urlaub, du gehst in dein Hotelzimmer oder wo du eben übernachtest und du träumst einfach schlecht. Das hatten wir auch schon erlebt. Und dann ist es einfach das der Fall, weil dort diesen Spirits vorher die Anrechte gegeben wurden. Und wenn du in ein neues Haus einziehst, in eine neue Wohnung einziehst oder dir ein neues Auto kaufst, dann kannst du und solltest du, um dort wirklich deine Ruhe haben vor diesen Spirits, weil du hast mehr Autorität, du hast mehr Macht durch den Namen Jesus, das Reich Gottes ist immer stärker als das Reich der Finsternis, kannst du dort Autorität ausüben. Und so wie im Alten Testament einfach Gott Salböl eingesetzt hat, um die Geräte, die den Dienst an den Herrn geweiht waren, er hat Salböl
eingesetzt oder hat den Israeliten gesagt, sie sollen es benutzen, um die Geräte dem Herrn zu weihen, kannst du Salböl gebrauchen, um dein Auto, deine Wohnung, dein Haus oder dein Hotelzimmer, wo du eine Woche untergebracht bist, dem Herrn einfach weihst und es im Gebet reinigst, dass du wirklich hineingehst und dort die Herrschaft Gottes proklamierst. Und wenn der Heilige Geist dir irgendwas zeigt, dass du wirklich konkret ansprechen sollst, dass du sagst, in Jesu Namen, ihr Geister der Hexerei, die ihr vorher hier gewohnt habt, ihr verlasst das Haus. Oder ihr Geister von Gewalt und von Suizid oder von Vergewaltigung, ihr sexuell unreinen Geister, ihr verlasst diesen Ort. Dieser Ort gehört jetzt Jesus. Dieser Ort gehört dem Herrn des Himmels. Weil ich dort hier einziehe und ich meinen Fuß an diesen Ort setze, hat der Herr mir diesen Ort gegeben als einen heiligen und reinen Ort. Und so würde ich dir wirklich raten, dass bevor du irgendwo einziehst oder Urlaub machst, dass du wirklich das Salböl nimmst. Du musst keine Angst haben, aber du musst deine Autorität ausüben, weil der Feind hört darauf. Er reagiert darauf, wenn wir unsere Autorität, die größer ist als seine Macht, als seine böse Kraft, und wir sie ausüben. Und dann wird einfach die Gegenwart Gottes dort einziehen können. Du wirst im Frieden schlafen können. Und ja, merk dir das einfach. Vielleicht ist das für dich jetzt gerade nicht relevant, aber vielleicht kann es dir helfen, jemand anders zu helfen. Einfach dieses Hintergrundwissen zu haben, dass es so etwas gibt, was man Poltergeister nennen kann. Und dass die einfach ihre Anrechte haben, eben durch die Dinge, die dort vorher passiert sind. Natürlich ist es auch wichtig, dann den Ort von okkulten Gegenständen zu reinigen. Da haben wir das andere Video gemacht, Gegenstände, die dir keinen Segen bringen. Wenn du das noch nicht gesehen hast und es dich interessiert, dann schau dir das nochmal an. Dort wird nochmal näher drauf eingegangen, welche Gegenstände dem Feind Raum geben und welche eben und diese müssen wir einfach rausschmeißen, damit wir eine reine, geheiligte Atmosphäre haben, wo der Herr sich einfach niederlassen kann und wo wir uns dann auch gleichzeitig wirklich wohlfühlen. Ja, ein paar Punkte für dich. Also, nur durch die Kraft von Jesus wirst du diese Dämonen, diese Atmosphären los. Ergreife und wende den Namen Jesus Christus an und die Kraft des Blutes Jesu. Die Kraft des Blutes Jesu, das Blut Jesu ist so stark, dass es Reinigung bringen kann, dass es Heiligung bringt. Amen, wenn wir es anwenden. Manchmal ist es auch wichtig, einfach sich schlau zu machen oder auch Hintergrundwissen zu haben. Manchmal ist es nicht möglich, dass wir wissen, was die Vorgänger, die da gewohnt haben, in diesem Haus getan haben. Und vernichte alle diese Gegenstände, diese bösen Geister, diese Dämonen anziehen. Und dann gehe durch das Haus, salbe alle Öffnungen, alle Türen und Fenster mit Salböl, salbe die vier Ecken des Grundstücks mit Salböl und deklariere den Namen Jesus. Manche Leute, die schreiben dann auch Bibelverse an die Wände oder an signifikanten Stellen, dass das Haus dem Herrn gehört. Das heißt, einfach die Autorität über das übernehmen, was dir gehört oder was du verwaltest. Und ja, ich hoffe, dir hat das Video geholfen und dich gesegnet. Du kannst es gerne auch teilen mit Leuten, wo du weißt oder vermutest, dass sie dadurch jetzt Hilfe bekommen, um einfach einen neuen Frieden in ihrem Haus zu erleben. Ja, ich segne dich und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Mach's gut, tschüss.